Am Donnerstag, den 17.11.2022 gegen 8.45 Uhr verlor eine defekte Kehrmaschine am Bonner Prassatufer Hydrauliköl auf der Fahrspur, weswegen die Straße spiegelglatt war. Sie ist von der Adenauer Allee am Bundesrechnungshof auf die zweite Fährgasse gefahren, wo das Öl in der Kurve runter zum Rhein begann auszulaufen. Die Maschine ist dann zur ersten Fährgasse gefahren, hat dort gewendet und ist die Strecke wieder zurückgefahren, bis der Fahrer per Warnmeldung vom Gerät über dem Ölaustritt informiert wurde. Um kurz vor 10 informierte Bonn Orange die Einsatzleitstelle des Stadtordnungsdienstes. Gegen 10.20 Uhr stürzte ein Radfahrer wegen der Ölspur, verletzte sich und gab an, dass weder das Ordnungsamt noch die Polizei noch Bonn Orange vor der Gefahr warnten und dass die Straße nicht gesperrt gewesen sei. Er habe die Verschmutzung auf der Straße nicht erkennen können, da sie vom Regen nass gewesen sei. Das Ordnungsamt sperrte später von der ersten bis zur zweiten Fährgasse und informierte die Verkehrsteilnehmer. Der Abstell- und Bergedienst zur Straßen aus Königswinter schleppte die Kehrmaschine ab. Die Fahrbahn wurde teilweise abgestreut und eine weitere Kehrmaschine versuchte den Ölfilm aufzunehmen, was jedoch nicht zum Erfolg führte. Daher wurde eine Spezialfirma beauftragt, die Straße ab ca. 14 bis ca. 18 Uhr säuberte. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.